Der neue Spielplan ist draußen und für Schalke 04 gibt es ein ganz dickes Ei, sowohl am ersten als auch am letzten Spieltag. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ich spreche außerdem heute darüber, dass Marvin Pieringer zu Schalke 04 wechselt und damit let's go. Jo, also ihr seht es schon, der neue Spielplan ist draußen und zwar wird Schalke 04 im ersten Spieltag gegen den HSV antreten. Absoluter Kracher, direkt am Freitag um 20:30 Uhr. Ich freue mich da mega drauf. War übrigens genauso, wie ich es mir nachher auch gewünscht habe. Genauso hat die DFL den Plan aufgestellt. Perfekt. Sofort den Kracher mit dem HSV. Und am Ende der Saison spielen wir gegen den ersten FC Nürnberg. Also besser geht's eigentlich nicht. Also falls wir was zu feiern haben sollten, können wir das gemeinsam machen mit unseren Freunden aus Nürnberg. Und ja, besser, wie gesagt, ich kann mir keinen besseren Spielplan wünschen. Direkt am zweiten Spieltag übrigens treffen wir auf Holstein Kiel. Also das Tempo wird erstmal hochgehalten. Und dann ja, findet sich alles nach und nach wieder. Und ist ein doch recht ausgeglichener Spielplan. Also es ist nicht so wie in der letzten Saison, da hatten wir es ja erst mit den Top-Teams zu tun. Und dieses Mal finde ich es schon echt ausgeglichener, der Spielplan. Werder Bremen folgt am 14. Spieltag. Und einfach nur mal der Vollständigkeit halber habe ich hier nochmal die Rückrunde euch auch noch eingeblendet. Könnt ihr euch einen Screenshot machen, könnt ihr euch das ja, irgendwo abhängen. Wie gesagt, in erster Linie, einfach nur nochmal zur Information natürlich, die Spieltage finden dann genau gleich statt in der gleichen Reihenfolge. Nur das Heim- und das Auswärtsrecht wird dann getauscht. Jo, und jetzt spreche ich nochmal über diesen jungen Mann hier. Und zwar Marvin Pieringer wechselt jetzt zu Schalke 04. Marvin Pieringer kommt jetzt vom SC Freiburg und ist ursprünglich oder hat jetzt in der letzten Saison bei den Würzburger Kickers gespielt. Ist dorthin ausgeliehen worden und genau das gleiche hat Schalke jetzt auch gemacht. Heißt, es ist eine Leihe, um die es sich jetzt handelt. Vorher bei dem SC Freiburg hat Pieringer hauptsächlich in der zweiten Mannschaft gespielt, hat dort in 60 Spielen 21 Tore geschossen und 6 Vorlagen gemacht. Und jetzt bei den Würzburger Kickers in der zweiten Liga hat er in 20 Spielen 6 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Also auf jeden Fall ein junges Talent, ist 21 Jahre alt, Mittelstürmer und können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Genau, ich hat mich in erster Linie darüber gewundert, tatsächlich, dass wir jetzt so viele Stürmer noch haben. Jetzt ist einfach die Frage, wie plant Schalke 04 mit den anderen Stürmern? Wir haben ja noch einen Ahmet Kutucu, einen Mathieu Hoppe, einen Benito Raman wird wohl auch in der Sturmspitze spielen. Ob Benito Raman noch weiter bei uns spielt, ist natürlich eine gute Frage. Auch er könnte gut verkauft werden. Wir haben Simon Terodde vorne und das sind schon einige Stürmer auf jeden Fall für die Stürmerposition. Bleibt auf jeden Fall spannend. Kurze Zwischeninfo: Florian Krüger ist mittlerweile auch fest gewechselt zu Arminia Bielefeld. Dort ist Schalke ja vielleicht dran gewesen, das wissen wir natürlich nicht, aber er wird definitiv nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Jo, und damit war es das für heute schon. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben und damit sage ich Glück auf, macht's gut und ciao.